schreibt die Reise von einer Gruppe von Immigranten und auch Cowboys des Oregon Trails, also Leute, die einen Neustart suchen eigentlich. Und es ist eigentlich wie der Beifahrersitz, den man hat als Zuschauer bei dieser Reise, die halt gegen Naturelemente und allem drum und dran, also alle Gefahren, die auf dem Weg liegen, stattfinden. Josef ist ein deutscher Mann, der im Krieg gekämpft hat und noch, ich glaube, ein tiefes Kriegstrauma in sich trägt und daher einen Neuanfang sucht, den er aber in Deutschland nicht sieht und daher mit seiner Frau Risa nach Amerika auswandert. Dem Traum, eigentlich dem Traum zu folgen und sein Trauma hinter sich zu lassen. Und eigentlich jemand, der das Letzte, was er sehen will, ist Gewalt. Und da leider enttäuscht wird. Also was gleich ist, es ist eine riesengroße Show. Das heißt, der Aufwand und wir haben so viele Wagen, ja, Pferde. Also es ist schon ein gigantisches Projekt, was sehr ähnlich ist. Also aber vergleichen ist schwierig in dem Sinne, weil es eine komplett andere Geschichte ist in dem Sinne mit anderen Menschen. Und das war halt in dem Sinne, wir waren Teil von dieser Reise. Also es war, weißt du, wir haben die Hitze in Texas durchlebt, wir haben die Kälte in Montana durchlebt, da sind Schlangen gekrochen und allem drum und dran und so weiter. Also es war eine Reise von einer Gruppe, die uns auch als Schauspieler so zusammengeführt hat. Also weißt du, wo man sich befreundet hat und viel gesprochen hat über Gott und die Welt und alles, ja. Und in dem Sinne, ich war wahnsinnig happy, Teil davon zu sein. Und ich fand, die Rolle ist ein Riesengeschenk von dem, was geschrieben wurde auf dem Papier. Und Tim, Faye, Sam und LaMonica und James und wie sie alle heißen, waren einfach wahnsinnig herzliche Menschen. Und ich war echt happy, Teil davon zu sein. Wir waren auch alle happy. Wir können wieder nach Hause, warme und in den Komfort. Aber ich glaube, wir sind alle, ist eine Reise, die was mit einem gemacht hat. So, weißt du, in dem, wie wir es gemacht haben. Nee, das war schon Teil der Rolle. Mein Bart ist halt gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und bei Tim auch. Und Tim war auch so, ja, das wollen wir alle, also, wir wollen rasieren. Und in dem Moment, als er fertig war, alle den Rasierer raus, zack, 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 zack. Da habe ich noch ein Gesicht und irgendwas. Weil man war halt komplett dreckig, also bis er die ganze Zeit, was in Klamotten, alles durchgeschwitzt und hier und da und alles. Das ist also, der Schweiß ist authentisch, also wurden wir nicht angefeuchtet oder irgendwas, sondern haben ordentlich geschwitzt. Wir haben angefangen Anfang August, da hatten wir 2 Wochen so ein Vorbereitungscamp, Cowboy Camp, wo wir Training hatten mit Pferden und Wagen fahren und so weiter. Und es war auch so ein bisschen die Gruppe zusammenzuführen. Und ich glaube, Taylor war es halt wichtig, dass die Leute, auch gerade die Cowboys, wenn man eine Herde von Kühen treibt und so weiter, dass es authentisch ist, dass die Leute nicht drüber nachdenken, dass es nicht aussieht wie Schauspieler, die so tun und so weiter, sondern wir müssen das machen, die Arbeit, die dazugehört. Und dann haben wir angefangen, Ende August zu drehen. Und wir waren halt, so eine halbe Stunde weg von Fort Worth und sind dann über die Zeit immer weiter nach Westen gewandert, ins Nirgendwo in Texas. Ich habe immer gesagt, am Anfang war ein guter Kaffee 15 Minuten weg und am Ende waren es 1,5 Stunden weg ungefähr. Also es war wirklich so im Nichts und du musst dir vorstellen, wir haben 6 Tage die Woche gedreht, 12 Stunden und die ersten 2 Monate in Texas, dann 1 Monat Montana und dann wieder 1 Monat in Texas zurück. Und das war einfach der Arbeit. Wir saßen draußen in der Natur, ja, unterm Baum, manchmal unterm Zelt, und haben gewartet und dann sind wir durch die Wagen gesprungen oder aufs Pferd und irgendwas und haben das Ding gedreht. Und gab auch mal einen Sandsturm und alles und drum und dran. Also es war alles, es war wahnsinnig intensiv, weil der Turner und die Premiere war ja so nah, weißt du. Also wir haben richtig heftig durchgeballert mit 2 Units, immer 3 Kameras und so weiter. Weil wenn du anfängst, Ende August zu drehen und am Dezember schon die Premiere ist, dann muss man sich ordentlich schon ranhalten.
Ich habe dieses Phänomen wirklich von Starstruck in dem Sinne, weil ich immer nur denke, man hat ja immer nur so eine Wahrnehmung durch Presse, die aber nicht dem Menschen entspricht, wer das ist und so weiter. Und Tim und Faith waren so herzlich und wir haben so viel gequatscht, gleich von der ersten Sekunde auf einer persönlichen Ebene, dass überhaupt keine Barriere war oder irgendwas. Und wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Tim hat mir Workout-Tipps gegeben, weil er halt Workout-Freak ist und so weiter. Und Faith war wahnsinnig herzlich. Also, und Sam, ich habe irgendwie, bevor wir angefangen haben, war ich in so einem Post-Production-Haus. Da war so ein riesen Poster von Sam Elliott. Und ich dachte so, ah, komisch, in 2 Wochen sehe ich den und so. Dann hat man so dieses erste Bild. Ah, Sam, Mark, okay. Und alles gut. Also, weißt du, es ist so, wir sind jetzt alle Menschen, die hier durch die Hitze und durch den Dreck gehen. Und wir sind alle gleich. Ich finde, dass die Welt generell mehr Sachen braucht aus einer weiblichen Perspektive. Ist ja in dem Sinne eine Coming-of-Age-Geschichte in einem bestimmten Teil der Welt. Und es gibt so viel, was mehr erzählt werden müsste über die Geschichte von Frauen und Emanzipation in dem Sinne, ne? Was man jetzt gerade schaut, was im Iran passiert und so weiter, dass Frauen Kraft finden und so weiter. Und ich finde, das wahnsinnig wichtig und dass mehr Potenzial dann auch ist, eigentlich von dem. Weil ich habe auch, ich denke immer, wenn ich mit meiner Frau, wir haben ein Kind bekommen vor 2 Jahren und meine Frau ist die starke treibende Kraft. Also weißt du, meine Tochter war 6 Monate alt zu der Zeit und ich hatte meine Familie mit und die Kleine ist nachts noch 5, 6 Mal die Nacht aufgewacht und so weiter. Und die Kraft, die meine Frau hat, die habe ich nicht. Also sie hat den starken Teil gemacht. Also weißt du, es ist immer so, ich finde immer das so lächerlich, wenn jemand sagt, ah, oh, der hat aber Eier, weißt du? Das ist total Quatsch, das ist eigentlich die schwächere Perspektive, also der schwächere Teil. Ich finde das, und darum bin ich einfach wahnsinnig happy darüber, dass die Frau im Vordergrund steht. Wer ist man als Frau, wenn Rollenschemata so sind und sie das aber nicht will und nicht akzeptiert für sich, ne? Das ist halt eine Kraft. La Monica, ganz lieber Kerl, er war wahnsinnig gerührt und dann hat sich sehr geehrt gefühlt, das annehmen zu können. Und er hatte dann auch, es gab in der Nähe von Fort Worth ein Grab von einem bekannten schwarzen Cowboy, was er besucht hat, um, ich weiß nicht, ob es Tribut war oder sowas, aber es hat ihm wahnsinnig viel bedeutet, das zu verkörpern in dem Sinne. Und ich fand es einfach nur toll, dass er dabei war. In dem Sinne. Und ich fand es auch, bei Taylor ist es wichtig, weißt du, den Native Americans ein Sprachrohr zu geben, weil da oft Politik und Geschichte drüber gegangen sind, halt wahnsinnig, ne? Wenn man gesagt hat, na, freies Land, es war kein freies Land, da haben Leute vorher gelebt, ne? Und klar gab es schwarze Cowboys und dem eine Stimme zu geben, finde ich absolut wichtig. Und es ist auch richtig geschichtlich. Das kommt ein bisschen später in die Division. Wir hatten dann sogar ein Chief dann am Set und so weiter. Und Taylor, ich weiß nicht genau, wie die Sprache heißt, wenn wir das in Deutsch ausdrücken, aber spricht die Sprache und so weiter. Und ich dachte, wow, Taylor, alter Schwede. So. Und da ist ein großes Maß an Respekt da. Es ist eine harte Reise. Ich glaube. Also ich glaube, wenn ich alleine wäre, ich glaube, würde ich draufgehen. Wenn ich Familie hätte, würde ich dafür die Kraft entwickeln.
weiterzugehen. Aber ich muss sagen, ich hatte das Gefühl in Texas, ich hatte so Schlangenkarma. Ja. Ich habe so viele Schlangen gesehen, dass ich dann immer durch die Busche gegangen bin. Snakey, snakey, snakey. I come friendly. Na, na, na. Weil Texas ist so ein bisschen wie das Australien Amerikas. Wir in Deutschland, wir sind ja so, hier gibt es ja nichts in der Natur, was ich umbringen kann. Aber in Texas ist das ein bisschen anders. Und dachte ich so, alter Schwede. So, mal gucken. Also vielleicht hätte ich auch Schlangenkammer gehabt da. Ja. Die zweite Staffel, du kannst den Trailer ja schon schauen, die ist 1923. Die springt, springt 50 Jahre vorher und das ist ein komplett neuer Cast, weil ich wäre wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, Josef wäre 80 oder sowas oder zwischen 80 und 90 Jahre alt. Das war der Teil der Geschichte. Und jetzt kommt der nächste Teil der Geschichte in den 30ern. Ich schaue total Serien. Ich bin Succession-Fan. Die letzte, die ich glaube ich, Dahmer. Über Jeffrey Dahmer, die Netflix-Serie. Was ich auch wahnsinnig gut fand. Und jetzt habe ich gerade The Crown angefangen. Ich habe eine Serie gedreht, die heißt Spymaster für HBO. Die kommt, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich so Ende oder Herbst nächsten Jahres. Und jetzt habe ich letzte Woche einen italienischen Kinofilm abgedreht. Der heißt For the Love of a Woman von Guido Cisa. Aber wann der genau rauskommt, also die Dreharbeiten, also meine Dreharbeiten sind abgeschlossen, aber die gehen noch bis ins nächste Jahr. Also das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis der rauskommt. Scheint so, ja. Ich war relativ viel unterwegs und so weiter. Also es passiert halt so. Ich bin ganz happy, weil die letzten Jahre einfach wahnsinnig tolle Rollen gebracht haben mit tollen Menschen und man so viel gesehen hat von der Welt. Also Urlaub ist für mich zu Hause zu sein, praktisch, weil wir viel unterwegs sind. Und ja, ich bin total happy. Ich hoffe einfach, dass die Leute die Geschichte mögen, weil die Geschichte von Leuten, die sagen wir jetzt ein Trauma haben, vielleicht wie Josef ein Kriegstrauma oder irgendwas und einen neuen Anfang, leider nicht so weit weg von heute. Und ich glaube, dass es wichtig ist, Geschichte zu kennen und sich damit auseinanderzusetzen, um das heute ein bisschen besser zu machen, was leider nicht so passiert. Und dass Leute auch die Menschen damals, wir sind ja das gleiche Tier Mensch noch, ne? Nur dass wir heute wesentlich komfortabler leben, aber unter den richtigen oder gewissen Umständen wird man auch wieder zu dem Tier mit dem Überlebensdrang, je nachdem, welche die Situation, welche man ausgesetzt wird. Und ich hoffe, dass die Leute einfach Teil der Reise sind und vielleicht einen Teil davon mitnehmen, im Verständnis zu dem, wo wir herkommen oder was wir sind.